Gehabt euch wohl, liebe Freunde, hier ist wieder der Marito. So. Gut. Gut, gut, gut. Ich habe jetzt, ich zeige es euch kurz. Wir nehmen aber gleich Baumaterial mit drauf. Dann zeige ich es euch. So. Muss ich nicht extra wieder runterlaufen. Ja? Ich habe jetzt, während ich gegessen habe, hier eine Treppe eingefügt und hier oben mal die Balken alle gemacht. Und ja, hier geht's jetzt weiter, Freunde. Hier geht's jetzt weiter mit unserem finalen Obergeschoss quasi. Also höher wird das Gebäude dann nicht mehr werden, ja? So, ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid mir nicht böse, dass ich mich hier so verbaut habe. Aber ich denke, wir haben das Beste draus gemacht, ja? Ich wollte halt jetzt nicht den ganzen Boden nochmal rausreißen und das ganze Gebäude hätte ich mehr oder weniger fast abreißen müssen, um hier wieder auf denselben Stand zu kommen. Das wollte ich mir ersparen und vor allem aber auch euch, ja? So. Jetzt setzen wir hier eben kurz die Wände rein und dann machen wir, machen wir die seitlichen Dächer hier. Und hier kommt ja dann eine Glaskuppel drüber und es wird schon wieder Nacht in der Stadt. So. Hier ging es runter. Eben kurz hier drüber. Und wir können nur nachts schlafen. Wir nehmen uns also das Bett einfach dann in dem Fall jetzt mit nach oben. Das Bett wandert quasi mit uns. Mit unserer Etage. So. Wir haben jetzt eben einen lecker Döner-Teller gegönnt. Das ist einfach das Beste hier beim Aufnehmen. So. Gut. Wir haben noch, jawohl. Hier bin ich fast am Überlegen, ob ich hier seitlich diese Seite und die gegenüberliegende nicht, ob wir hier wirklich Fenster reinmachen. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt irgendwie da drüben raus, da machen wir jetzt das Dach, ja? Autsch. Hallo Schäfchen. So. Die haben wir noch, die haben wir noch, die haben wir noch. Schwarzeichen. Ach, boah, ich brauche, glaube ich, langsam wieder eine neue Kiste hier. Oh, ich finde mich gerade nicht mehr zurecht, Leute. Ich finde mich gerade nicht mehr zurecht. Komm. Geben es einfach mal hier rein. Oh, und Fichtenholz werden wir dann auch wieder brauchen. Da können wir uns gleich die Treppen machen. Sind zu wenig. Haben wir hier noch Fichtenholz? Jawohl. Das können wir gleich umwandeln. Und dann machen wir hier wieder Treppen, was geht. So. Gut, und haben wir 7 Gerüst, sind definitiv zu wenig, glaube ich. Steht da hinten noch Gerüst? Kurz schauen. Warum wollen alle da rein? Hier steht noch ein Gerüst, ja. 11 Gerüste, kommen wir da hoch? Aber wir müssen ja gar nicht von ganz unten hoch, wir können ja hier vom Zwischenstock nach oben. Das geht!
Das geht. So. 5. So. Und nun, liebe Freunde, hier wie gewohnt einen Giebel machen. So. Und da drüben gerade mir los, so viele Schafe. Ja, Leute, das wird jetzt langsam kommen. Ups, langsam kommen wir zum Finish von dem Gebäude. Langsam, aber sicher. Dann geht's noch an die ganze Einrichtung. Boah. Das wird auch nochmal spannend. So. So. Passt. Na komm. Okay. So. Diesen hier. So und so. Steht die Sonne hoch am Himmel, das passt. Haben wir noch, ouch, Zeit. Dann eben hier noch. Die Umrandung machen wir, wie gesagt, wieder aus Steinziegel, Treppen. Okay. Nein. Autsch, das tut weh. Ja, es wäre lustig gewesen oder toll gewesen, spannend gewesen, wenn ich einmal bei einem Dach nicht runterfalle. Das wäre doch mal was Neues gewesen, oder? Ihr habt doch sicher schon darauf gewartet, dass ich runterfalle. So. Und somit hier können wir dann definitiv zumachen. Das machen wir aber von innen. Kommen jetzt wieder Fichtenholztreppen drauf. Als Dach haben wir gesagt. So. Okay. Ach, und jetzt habe ich wahrscheinlich alles Fichtenholz zu Treppen verbaut, oder? Ja, ich Idiot. Brauchen ja oben noch was. Für den Abschluss dann hier. Aber ich glaube, man merkt jetzt hier an den Giebeln, auch vorhin seitlich, dass wir um einen Block zu tief sind. Da ich das eben jetzt so gelöst habe, dass ich hier nicht noch eine Zwischendecke einziehe, also das alles abreiße, sondern einfach hier einen Block austausche. Aber egal. So. Und hier drüben auch nochmal. Gut. So. Wir machen das jetzt ganz einfach so. Können Sie ja dann von innen noch verschönern, ja? Okay. So, jetzt lass mich hier kurz schauen. Hier habe ich, glaube ich, nämlich einen solchen Block vergessen. Ja. Ist der somit auch gesetzt?
Schwarzeichenholz haben wir mit. Okay. So. Selbe machen wir jetzt natürlich. Ihr habt es euch sicher gedacht. Auf der anderen Seite. Das war einer zu viel. Ein Hoch auf unser Bambusgerüst. So. Ich liebe es, Dächer zu machen. Es gibt nichts Schöneres. So. Und in der nächsten, oder vielleicht sogar schon in dieser Folge, wir könnten wir schaffen, dann schon mit der Kuppel oben beginnen zu können. Dazu brauche ich aber dann ein Tutorial. Das muss ich mir dann nochmal kurz anschauen, wie das gegangen ist. Das hat mir nämlich extrem gut gefallen, diese Kuppel. Ups. Okay. So. Haben wir noch welche? Jawohl. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das machen wir drüben auch gleich. So. Ohne zu stürzen hat Marito es geschafft. Verschrei's nicht. Ohne zu stürzen hat Marito es geschafft, das Dach zu setzen. So. Ja, kein Kommentar. Okay. Manchmal sollte man einfach die Klappe halten und nicht alles verschreien, ja? Kurzer Schluck Kaffee. Achso, naja, warte mal, wir müssen ja da runter. Wir müssen ja da runter. Das Gebäude ist schon so riesig. Ich schon überlegen muss, wo ich bin. Echt jetzt? So. Und aufgrund dieses riesigen Gebäudes brauchen wir so viele, so viele Bücherregale. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich, warum ich so viel Leder brauche. Okay. Puh, Leute. Wie geht's euch? Habt ihr euch schon überlegt, was wir eigentlich als nächstes machen? Beziehungsweise, Leute, hey. Wer von euch hat die Windows 10 Edition bzw. die Bedrock Edition von Minecraft und wäre daran interessiert, an einer Nether-Erstürmung teilzunehmen? Ich meine das gerade ernst. Ich würde euch da echt gern mitnehmen in den Nether.
Ich habe ja mittlerweile herausgefunden, habe ich schon angesprochen vor ein paar Folgen, dass es an dem Biom liegt, wo wir hier, wo unser Portal gelandet ist. Dass wir hier so Probleme haben mit den Viechern. Und zum einen würde ich gern probieren, dass ich mich hier unterirdisch einfach im Nether. Ich schüttle gerade meinen Kopf, für alle, die es nicht gesehen haben. Würde ich es gern probieren, mich in ein anderes Biom zu graben. Kriege ich den da hinten jetzt noch rein? Ja. So. Okay. Würde ich es gern probieren, mich in ein anderes Biom zu graben, um jetzt endlich mal meinen Satz fertig zu... Ey, echt jetzt? Heute bin ich wieder tollpatschig. Denn so ewig lang kann ja das Biom auch nicht sein. Oder so ewig groß. Vermute ich. Denn ich brauche, ich hätte gerne mehr Glowstone. So, und dazu brauchen wir eben den Scheiß aus dem Nether. Gut, in dieser Etage fehlen dann noch die Fensterscheiben. Die werden wir jetzt gleich setzen. Die werden wir jetzt gleich holen. So, und ihr macht mal Platz hier. So, schaut schon mächtig aus, unsere Bibliothek. Schaut schon echt cool aus. Gefällt mir. Oh, Glas, Leder. Kommt wieder da, haben wir eh schon wieder 30. Super. Kommen wir mit 64 aus? Ja. Oh, war da gerade eine Kuh? Ist da gerade eine Kuh gebackt? Nö. Nö, scheinbar nicht. Die Außendeko von unserem Gebäude muss ich ja... Achso, hier, Fensterscheiben. Die Außendeko von unserem Gebäude habe ich mir auch schon was überlegt. So. Okay. Hier stellen wir dann einfach ein Bücherregal oder was davor. Sieht man eh nicht. Hier haben wir dann recht hohe Räume. Ja. Kümmern wir uns. Entschuldigung, auch gleich drum. So. Jetzt geht uns wahrscheinlich genau ein Glas ab. Nee, geht sich eh aus. Aber mein Glück hätte das leicht passieren können. So. Ups. Eben hier kurz nochmal durch. Dann brauchen wir hier so einen Balken. Kann man darüber? Ja. Okay. Und dann können wir hier im Endeffekt zumachen. Das braucht man nicht, den Raum da hinten. Zumindest hier oben nicht. Hier machen wir dasselbe. So. Okay. Dann machen wir auch hier die Wand zu. Und dann können wir hier auch wieder Bücherregale davor stellen. Dann können wir hier gleich ein paar Scheiben setzen, die was wir noch im Inventar haben. Okidoki.
So, Kühe, Kühe. Es waren schon lange keine Kühe mehr da. Hm? Falsch da. So, viele Glasscheiben brauchen wir nicht mehr. 16 sollten reichen. Sollte. Denke ich mal. Gut. Boah. So eine lange Baustelle hatten wir jetzt eh schon ewig nicht mehr, ne? Da waren wir irgendwo, oder? Ja. So. Hätten wir das verglast auch. Mhm. Passt. Passt, 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 passt. Und jetzt geht's dann mehr oder weniger schon gleich ans Dach. So, das Glas gehen wir hier wieder zurück. Die braucht man dann eh in Blockform. Glatter Sandstein. Glatter Sandstein brauchen wir nicht. Aber kann man glatte Sandsteinstufen machen? Yes. Yes. Und jetzt lass mich kurz mal schauen. Wie würden das ausschauen, wenn wir die da drauf pappen? Obwohl, das gefällt mir gut. Was machen wir? Hier ist auch schon Gras über die Sache gewachsen, haben wir eine Schaufel eingesteckt. Nope. So, so und so. Ist auch schon fertig bewachsen. Super. Da haben wir das auch erledigt, dass wir hier Gras haben für unsere Blumenbeetchen. Die Blumendeko. Das gefällt mir gut. Weil das Haus schaut wirklich geil aus. Also mir gefällt es von den Konturen und Farben her, gefällt es mir irrsinnig gut. Muss ich echt sagen. Schaufel. Hier schnell den unnötigen Dreck wegmachen. Dito. Haben wir dann wieder was für die Erdtruhe? Oh, geht sich das noch aus? Ohne dass wir da jetzt so einen riesen Monster-Spawn haben. Ja, wird sich schon noch ausgehen. Wird sich alles ausgehen, oder? Alles ergibt sich immer irgendwie. So, wir haben das Bettchen hier drunten. Gute Nacht. So, eben mal kurz ein Döschen Red Bull öffnen. Hm. Oh. Traumhaft. So. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Was brauchen wir jetzt da oben? Ich möchte jetzt nicht so oft hin und her laufen müssen, aber ich baue mich jetzt mal rauf und denke dabei nach. Was wir alles brauchen. Und dazu müssen wir jetzt hier einmal nach oben gehen.
Und zwar am besten in irgendeiner Ecke. So, hier kommen jetzt... Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Warte mal, wie haben wir das da ausgerechnet? Von der Glaskuppel her. Gleich, Leute. Ja, mit einem Block müsste sich das eigentlich ausgehen. Setzen jetzt hier mal überall einen Block. Ja? Zur Not müssen wir halt noch einen drauf geben. So. Wir ziehen hier jetzt wieder einen Balken rüber. Oder auch nicht. Oder doch. So. Drüben auch. Und hier. So. Wo ist unsere Axt? Da. Machen uns jetzt hier überall die... Ma! Nerv mich nicht! Hier haben wir vergessen. Ja. Diesmal mache ich die Balken nämlich lieber gleich, um zu sehen, was ich falsch mache. So. So. Achso, ich stehe im Bett. Okay. Somit sollten wir wieder ausreichend Statik haben. So. Mal das hier immer noch nicht verbalgt. So ein Balg. So ein Balg. Okay, dann brauchen wir hier jetzt im Endeffekt, die haben wir. Die kommen jetzt mal hier bei den äußeren zwei rein. Ups, ups, ups. Also hier. Ups, falsche Taste. Hier und hier. So nicht. Ja. Okay, hier auch nochmal.
Oh, der Brunnen macht mich fertig. Die ganze Zeit das Geräusch, dass ich aufs Klo gehen muss. So. Hier lasse ich mir seitlich mal den... Oh, Kühe. Gut, dann brauchen wir Steinziegel in Massen. Und hallo Kühe. Hallo kleine Kühe. Liebe Kühe. Gib mir dein Leder. Gib mir deine Haut. Deine Kuhhaut. So, nur eins. Was? So, liebe Leute, ich sehe gerade, es ist eh schon wieder Zeit, Baba zu sagen. Ich sage danke fürs Zusehen und bis morgen. Ciao, Baba, euer Marito.